Sie wissen, warum ich Sie hergebeten habe? Nein. Ihr seid klein. Ihr seid kriminell. Ihr seid, wie man hört, die Kleinkriminellen. Ja, man spricht bereits über euch. Aber Sie müssen wissen, im weiten, tiefen Meer, da schwimmen die kleinen Fische mit den großen. Und da kann es ganz schnell passieren, dass der große Fisch, haps, die kleinen verspeist. Verstehen Sie? Nein, wir wohnen doch in Berlin und nicht am Meer. Wobei es doch ganz schön wäre, wenn Berlin am Meer läge. Können Sie da nichts machen als Großkrimineller? Jetzt passt mal auf, ihr Amateure. Das hier ist kein Badeurlaub. So ein Hai, der sucht immer nach einer fetten Beute. Was denn für eine Beute? Nur eine Robbe, ein Surfer, was weiß ich. Und wenn der Hai so daher schwimmt, dann kann er keine Ablenkung gebrauchen. Und deshalb hat der Putzerfischchen, die Putzerfischchen, die wirbeln um ihn her und erlösen ihn von so kleinen Maden, Seepocken und solchem Zeug. So kann der Hai in Ruhe Beute machen. Versteht ihr? Nein. Ihr seid die Putzerfischchen. Und wer ich bin, das ist ja wohl klar. Und die Seepocke, das ist das Ordnungsamt. Ich habe da so ein paar Läden. Die werden ständig vom Ordnungsamt drangsaliert. Die wagen es sogar hier anzurufen. Kümmert euch mal drum. Mir egal wie. Dann seid ihr nützliche kleine Fischchen und nicht nur lästige. Und der Hai schwimmt zu Robert. Ganz genau. Und wenn Sie jetzt der Hai sind? Bin ich. Und das Ordnungsamt die Seepocke. Was ist dann die Robbe? Das soll ich euch verraten? Das brauchen Sie gar nicht. Das wissen wir schon. Woher? Hat uns Krabbe gesagt. Ah, ihr versteht die Sprache der Tiere. Das ist bezaubernd. Aber was wollen Sie denn da? In der Waschmaschine der Macht. Nicht, dass der Hai noch in so einen Schleudergang gerät. Der braucht nämlich seine Putzerfischchen. Nehmen Sie uns mit? Die Kunstsammlung soll sehr ansehnlich sein. Wir wären mit 50% schon zufrieden. 50%? Na gut. Ich nehme euch mit. Ihr Putzerfischchen.